Job. Hauptsache er gleitet ein paar Meter und fertig. Also das Bauvideo kommt noch. Ich glaube nicht, dass er großmächtig nach oben ziehen wird. Aber wer weiß das schon. Es sind schon Sachen geflogen, wo wir vorher gar nicht damit gerechnet haben. So. Ich bin auch wieder glücklich, eine Menge Klebeband ist dabei. So. Ist ja nur ein Test, weil der andere Motor versagt hat. Kommt er raus? Man beachte, dass die Haube, es ist mittlerweile schon wieder ein Hybrid zwischen dem neuen und dem alten. Ja? Es ist ein Mittelding. Ja, die Haube fehlt. Schau mal, soll ich jetzt da die Haube, wie ich ja den Versuch ausschnitzen? Ja, nein. Der Stecker muss gekühlt werden. Eindeutig nein. Haben wir denn überhaupt Wind? Oh, wieso kommt jetzt der Wind von dort? Falls mich jemand interessiert, ich muss voll Höhe ziehen, dass er fliegt. Ich bringe mal überhaupt nichts. Was macht er, wenn du Gas wegnimmst? Segelt er dann? Oder? Weiß ich noch nicht. Das probiere ich jetzt gleich aus, wenn ich auf dich drauf zukomme. Ah, gut. So, jetzt komme ich auf dich drauf zu. Ah, siehst du, ohne Motor fliegt er besser. Wenn du schon mal einen Motor hinbaust. Da stimmt trotzdem irgendwas nicht. Normalerweise muss der Motor Sturz haben. Und der hat jetzt halt vollen positiven Sturz. So, jetzt muss ich ja mal endlich meinen New Fleetl hier fertig basteln. Also, ich habe jetzt da den 2200 kV rein, 7,5er Propeller und ihr steht genau da, wo sie hinfliegen. Aber kein Problem. Macht nur Macht. Gleich zusammen, oder? Ja, klar, oder? Also dann zum Runterzählen. Okay, 5, 4, 3, 2, 1 und Ignition. Wo willst du hin? Ja, ich muss mal einen Drillflug machen. Warum rollt der immer nach rechts? Macht beide auch. Obere Drohungsgrenze erreicht. Was erzählt die Tante eigentlich die ganze Zeit? Okay, Akku sparen. So rumpelt der schon wieder. Du kommst gar nicht mit Rückenwind, gell? So schöner so. Also, wie soll jetzt hier?